Herzlich willkommen zur Storage Today. Ich bin Hannes Heckel von FastLTA. Und als erstes muss ich natürlich sagen, das ist ein sehr cooles Bild. Das ist der Herr Dommermuth von dem Bundesarchiv. Und der Herr Dommermuth ist dafür verantwortlich, beziehungsweise das Bundesarchiv ist dafür verantwortlich, quasi das Gedächtnis der deutschen Gesellschaft zu digitalisieren. Das bedeutet, alle Dokumente oder Aufzeichnungen, die irgendwie zum Kulturgut beitragen, werden im Bundesarchiv gespeichert. Und der Herr Dommermuth ist dafür verantwortlich, die Digitalisierung dieser Dokumente durchzuführen. Dazu hat er, wie man sieht, einen Silent Brick Flash in der Hand, mit dem er die Daten von der Digitalisierungsstation in das Archiv transportiert. Ist jetzt ein spezieller Modus, aber man kann sich vorstellen, dass diese Daten, die dann erzeugt werden, natürlich unwiederbringlich sind. Das heißt, die Digitalisierung und vor allem die Speicherung muss so geschehen, dass an keinem Teil der Übertragung oder auch Speicherung Daten verloren gehen dürfen. Und da sind wir schon beim heutigen Thema, beim Thema Immutable Storage. Und Immutable Storage, Unterthema ist das alter Hut oder der neueste Trend? Ich würde mal sagen, ja und nein. Immutable Storage bedeutet zunächst einmal einfach nur unveränderbarer Speicher, respektive eigentlich sind die Daten darauf natürlich unveränderbar. Der Speicher selber wird ja sowieso ständig verändert, indem er beschrieben wird. Warum braucht man Immutable Storage oder warum ist das zurzeit wieder mal so im Trend? Nun, man kann sich vorstellen, worum es geht. Es geht natürlich wieder um Ransomware und hier speziell um Backups. Es ist nämlich so, dass Ransomware zunehmend nicht sofort die Nutzdaten verschlüsselt, sondern zuerst auf Backups geht. Und dazu gibt es eine aktuelle Studie von Veeam, den Ransomware Trends Report, der zeigt, dass über 90% der Attacken inzwischen auf Backups zielen, bevor sie die Nutzdaten verschlüsseln. Und das Erschreckende daran ist, dass fast 3/4 der Attacken auch erfolgreich waren. Das heißt, nur 26% der angegriffenen Unternehmen hatten kein Problem, ihre Daten aus den Backups vollständig wiederherzustellen, weil sie ihre Backups entsprechend geschützt haben. Und das ist der Grund, warum Veeam in dieser Studie sagt, dass Immutability und Airgap ebenso wichtig sind. Was da der Unterschied ist oder ob das vielleicht das eine an der impliziert, da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt, wie wird man überhaupt Opfer oder Angriffsziel einer Ransomware-Attacke? Im Grunde gehören sie dann entweder zu einer der drei Zielgruppen. Das eine wäre zum Beispiel eine politische Motivation, wie letztens im Iran geschehen, wo Hacker sich ins Live-Fernsehprogramm einschalten konnten und da, sagen wir mal, alternative Botschaften übermitteln konnten, was in so einem totalitären Staat ganz sicher nicht das ist, was die Regierung will. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Infrastruktur sicher gut geschützt war. Die zweite Zielgruppe sind einfach Unternehmen, wo viel Geld zu holen ist. Also am Beispiel Acer sieht man, dass die sich mit einer 50 Millionen Dollar Lösegeldforderung konfrontiert sahen. Die sind übrigens nicht besonders lernfähig gewesen, weil nur wenige Monate später wurden sie gleich nochmal angegriffen und dabei wurden dann Daten geklaut. Und ein paar Wochen später ist derselbe Angriff nochmal passiert. Also offensichtlich ist hier bei der Recovery ein bisschen was schiefgegangen. Oder sie gehören zur dritten Zielgruppe und das ist im Grunde jeder, der einfach ein bisschen unvorsichtig ist. Und der es ermöglicht, Einfallstore auszunutzen, im blödsten Fall ganz einfach beispielsweise durch Verschicken eines USB-Sticks oder durch die übliche E-Mail mit PDF, mit Bewerbungsunterlagen beispielsweise.
Jetzt zum Thema Ransomware, was ist natürlich das Wichtige? Dass sie da vorbereitet sind. Das heißt, also, das Fazit daraus ist eigentlich, dass es keine Frage ist, ob sie Opfer eines solchen Angriffs wären, sondern wann es sie irgendwann erwischt. Die Wahrscheinlichkeit ist inzwischen relativ groß. Wenn sie gezielt ins Visier geraten von Hackern, aus welchen Gründen auch immer, dann können sie sicher davon ausgehen, dass sie auch, dass die Hacker auch Zugang haben und alles versuchen werden, um ihnen Lösegeld zu erpressen. Also brauchen sie einen Notfallplan. Was passiert, wenn? Und da gibt es jetzt auch wieder eine aktuelle Studie von Bitkom Research, wo nur jedes zweite Unternehmen über so einen Notfallplan verfügt, der auch schriftlich regelt, was zu tun ist und eben andere Mitarbeiter anweisen kann. Das ist schon ziemlich erschreckend, ehrlich gesagt. Gut. Zurück zum Backup. Wie sieht nun ein modernes Backup aus? Ich habe das jetzt mal schematisch sozusagen hier aufgemalt. Besteht typischerweise aus mindestens vier Bereichen. Sie haben einen Performance-Bereich, der dazu notwendig ist, dass Sie möglichst schnell wieder Daten herstellen können und damit schnell den täglichen Betrieb wieder garantieren können, weil Ausfallzeiten sind mit Abstand, abgesehen von Millionen hohen Lösegeldforderungen, der größte Kostenfaktor nach einem Ransomware-Angriff. Dann haben Sie den zweiten Bereich, das ist dann quasi die langfristige Absicherung, wo es um Kapazität geht, den Sie auch besonders absichern müssen. Dann gibt es einen Bereich, der die ersten zwei Bereiche sind typische Online-Speicher, das heißt, die sind ständig mit Ihrer IT verbunden, weil ja auch ständig Backups gezogen werden davon. Dann gibt es einen Bereich des Safety Net, also der Last Line of Defense, wo Sie tatsächlich Offline-Medien benutzen und letztendlich kommt immer mehr ein Bereich Object Storage dazu, der dazu dient, Daten günstig langfristig aufzubewahren. Nun, was landet jetzt in den einzelnen Bereichen? Ich habe schon gesagt, auf dem Flash landen also die Incrementals und die Mission Critical Data, das heißt das, was Sie zum unmittelbaren Weiterbetrieb Ihrer Firma oder des Unternehmens oder der Behörde unbedingt brauchen, sodass Sie nicht allzu lange auf Stift und Papier zurückgreifen müssen. Auf den Diskspeichern werden diese Daten kopiert und natürlich fortgeführt über typischerweise mehrere Monate. Hier landet tatsächlich alles, was gebackupt werden muss. Dazu komme ich auch gleich noch. Was landet auf Tape? Naja, hoffentlich nicht mehr viel. Deswegen reden wir jetzt einfach mal eher von Airgap-Medien. Das heißt also Medien, die physisch vom Speichersystem getrennt werden können, so wie das unser Silent Brick beispielsweise auch kann. Und hier landen Full Backups und strategische Recovery Points. Im Unterschied zu diesen Mission Critical Data, die im Grunde die Recovery Time Objective, also abbilden, das heißt die Zeitspanne, die maximal verstreichen darf, bevor sie wieder up and running sein müssen, sind hier strategische Recovery Points, also Recovery Point Objective wichtig. Das heißt, wie weit auseinander dürfen die Zeiträume liegen, wo sie tatsächlich eine vollständige Datensicherung haben, die nicht angreifbar ist. Und wie weit das auseinander liegt, beschreibt natürlich auch, wie viele Daten sozusagen oder wie sie Daten wieder reproduzieren können. Und was landet auf dem Object Store? Naja, die Backup-Archive. Backup wird auch nach wie vor als Archiv missbraucht und, aber ganz wichtig, landen dort auch oft Daten aus Software-as-a-Service-Anwendungen. Office 365 heißt es. Microsoft 365, aber Salesforce, ähnliche Sachen. Diese Daten müssen Sie gesondert speichern, absichern, weil der Betreiber tatsächlich nur gerade steht für den Betrieb der Plattform, aber nicht für Ihre Daten. Stichwort Backup-Archive und Menge der Daten im Backup, wenn Sie natürlich eine vernünftige Archivstrategie haben, dann können Sie schon frühzeitig Daten aus den Anwendungen abzweigen und in ein Archiv auslagern. Das ist dann tatsächlich ein Verdrängen von Daten. Hier landen dann alle Sachen, die halt auf keinen Fall verloren gehen dürfen, die auch aus rechtlichen Gründen vielleicht lange Zeit aufbewahrt werden müssen. Und die sollten natürlich auf jeden Fall read-only sein.
Was Sie also brauchen, ist eine Multi-Immutable-Backup-Strategie, ein Multi-Immutable-Backup-Storage. Und da gibt es jetzt verschiedene Bereiche, Software und Hardware. Und in diesen Bereichen gibt es verschiedene technologische Möglichkeiten, das umzusetzen, die wir uns jetzt mal anschauen. Die Begrifflichkeiten sind nicht überall die gleichen, aber ich glaube, Sie werden sich sicherlich wiedererkennen. Gut, es gibt für jeden Bereich natürlich dann auch die jeweiligen Technologien, die da sinnvoll einsetzbar sind. Und die schauen wir uns jetzt mal eins nach dem anderen an. Das erste sind automatische Snapshots. Bei uns heißen die Continuous Snapshots, bei Pure heißt es Safe Mode. In anderen Anwendungen oder Systemen mag das anders heißen. Hier geht es darum, regelmäßig zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Abständen einen Snapshot zu erstellen, der es eben sehr schnell ermöglicht, Daten auf einen bestimmten Datensatz wieder zurückzukehren, wie bei der Time Machine, bei Mac beispielsweise. Die ersetzen jetzt kein Backup, sondern das ist tatsächlich ein Einfrieren des momentanen Zustands und geht typischerweise auf Primary Target oder Secondary Target, also alle Online-Speichersysteme, die direkt mit ihrer IT verbunden sind. Bei uns sieht der Dialog dann ungefähr so dazu aus, dass sie eben auswählen, wie lange sollen diese Snapshots leben und wie in welchem Intervall sollen sie angelegt werden. Sie sehen dann schon, dass da, je nachdem, was sie da auswählen, natürlich eine ganze Menge an Snapshots zustande kommt. Und je nachdem, wie viel sich ihre Daten ändern, haben sie natürlich auch ein ziemlich hohes Datenaufkommen dann. Das ist das typische Ransomware-Schutzprinzip, das zum Teil auch in der Backup-Software eingebaut ist, wovor allerdings wir ein bisschen warnen. Der Vorteil, wenn das in Ihrem Speichersystem integriert ist, ist, dass es eben unabhängig davon ist, wie die Backup-Software konfiguriert ist und Sie dort, falls jemand, ein Angreifer, Kontrolle über die Backup-Software erhält, eben trotzdem die Sicherheit haben, dass das über das Speichersystem nochmal abgesichert wird. Der Nachteil ist dann dabei natürlich, dass das System nicht weiß, ob diese Veränderungen aus dem Backup-Software kommen, also gewollt sind oder von einem Angreifer, also eher ungewollt sind. Aber das ist sicherlich das Mittel der Wahl, um im Primary und Secondary Target Daten abzusichern. Das zweite Mittel, wo ich ja auch schon darauf hingewiesen habe, ist AirGap, also die physische Trennung von den Daten und dem Speichersystem. Da denkt jeder sofort an Tape, aber es gibt natürlich auch optische Speicherträger beispielsweise. Es gibt auch USB-Sticks oder externe Festplatten. Auch das, die, wenn man sie tatsächlich denn trennt, sind letztendlich ein AirGap. Aber es gibt es auch auf einer professionellen Ebene mit Festplatten, die in sich geschützt sind, und das ist eben im Silent Brick, den gibt es in SSD oder Disk-Versionen. Und hier haben Sie eben solche Datencontainer, die sich herausnehmen lassen und dann eben auch an einem sicheren Ort lagern lassen, damit eben auf keinen Fall ein Zugriff passiert. Der Vorteil, dass Sie damit natürlich komplett einen Zugriff verhindern und damit jegliche Angriffsmechanismen aushebeln, ist auch gleichzeitig der Nachteil dieser Technologie. Das heißt, sie erfordert eigentlich immer, wenn sie richtig gemacht ist, das heißt, wenn es tatsächlich ein physischer AirGap ist, erfordert es immer einen manuellen Eingriff, spätestens bei der Wiederherstellung bzw. beim Zugriff, um zum Recovery zu kommen. Wichtig ist natürlich, dass die Daten, die dort auf diesen Datenträgern gespeichert sind, self-contained sind, das heißt, dort muss alles dabei sein, was zu einem Recovery notwendig ist. Je nach Ausfertigung, je nach Frequenz und auch je nach Ihrem Datenaufkommen haben Sie dadurch, dass das natürlich über Full Backups nur funktioniert, einen ziemlich hohen Datenzusatzbedarf, also einen Speicherbedarf, und deswegen kann das natürlich ziemlich in die Kosten gehen. Also ist sowas eine Zusatzinstanz. Und wird halt eben deswegen auch als Last Line of Defense bezeichnet, wo man eben sagt, naja gut, man macht das vielleicht einmal im Monat und muss dann in die saure Gurke beißen und hat halt die Daten von dem Monat im schlimmsten Fall vom laufenden Monat verloren, wenn tatsächlich alle anderen Systeme kompromittiert wurden. Das ist unter Umständen auch vorgeschrieben in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Behörde, dass es eben eine Instanz gibt, die offline gelagert werden kann.
Das nächste ist wieder eine Software-Technologie, da geht es um Object-Locking und das ist auch der Grund, warum Immutable Storage jetzt wieder so in den Trends ist, weil dieses Object-Locking eben die neueste Ergänzung zum S3-Object-Store ist. Der S3-Object-Store gilt als günstige Speicherinstanz. Das hängt ein bisschen davon ab, wie er ausgeführt ist natürlich und was ihre Berechnungsgrundlagen sind. Zuerst mal denkt man an AWS, das heißt einen reinen Hosted-Speicher. Immer mehr setzen sich aber auch On-Prem-Objektspeicher durch, wo sie eben die komplette Datenhoheit dann wieder selber im Griff haben. Und wo sie natürlich auch selbst im Griff haben, wie die tatsächliche Absicherung der Datenträger, der Infrastruktur selbst irgendwie aussieht. Weil bei allen diesen Technologien gilt natürlich, es nutzt ihnen alles nichts, wenn letztendlich das entsprechende Speichermedium einen Defekt aufweist und nicht entsprechend abgesichert ist. Im kleineren zum Beispiel über Redundanzen, im Idealfall über Erasure Coding. Im größeren natürlich durch eine Georedundanz, das heißt zweite Standorte und so weiter und so fort. Wichtig ist, egal ob das jetzt ein Hosted oder ein Prem-Instanz ist vom Objektspeicher ist, dass er per Object-Locking abgesichert werden kann. Hier bedient man sich Technologien aus der Archivierung, die wir ja auch schon seit 15 Jahren im Einsatz haben und hat eben diese Retention-Dates eingeführt. Das heißt, es ist nicht so, dass wie bei den Snapshots, in automatischen Abständen neue Instanzen erschaffen werden, sondern dass beim Anlegen der Objekte bereits eine Aufbewahrungszeit mitgegeben wird. Und die Objekte können erst nach Ablauf dieser Aufbewahrungszeit wieder gelöscht oder beziehungsweise damit eben verändert werden. Die Einstellung ist ziemlich wichtig, dass die richtig gemacht wird, weil da gibt es verschiedene Modi bis hin zum Legal Hold, wo dann eben tatsächlich überhaupt kein Löschen mehr möglich ist. Und wichtig ist auch, dass das Aufheben dieser Einstellungen im Grunde mindestens per Zwei-Faktor-Authentifizierung oder besser per Vier-Augen-Prinzip abgesichert ist. Der Dialog dazu bei uns sieht relativ unspektakulär aus. Man kann eben nur das Object-Locking, den Support dafür einstellen, weil die ganze Steuerung tatsächlich von der Backup-Software gemacht wird. Dort wird eben angelegt, wie lange die Retention-Dates sind, welchen Sicherheitslevel sie haben, ob freigegebene Objekte automatisch wieder gelöscht werden und so weiter und so fort. Und die letzte Komponente, die eigentlich in der Datensicherung nicht so viel zu tun, nicht so gut einsetzbar ist, ist Hardware-Worm. Dort haben wir tatsächlich jetzt sehr viel Erfahrung. Das ist tatsächlich eine Versiegelung der Daten per Hardware. Das heißt, der Festplatten- oder der Mediencontroller kann einfach nur inkrementell schreiben und natürlich im Fall von Festplatten oder SSDs random lesen. Es muss auch zertifiziert sein, dass das System unüberwindbar ist. Und deswegen geht es hier tatsächlich um Archivsysteme wie den Silentcube. Das ist unser tatsächliches Referenzsystem dazu, was seit über 10 Jahren im Einsatz ist, in Tausenden von Installationen. Hier haben Sie natürlich den Nachteil, dass Sie systembedingt einen ständig steigenden Speicherbedarf haben, weil ja Daten per Hardware-Worm so versiegelt sind, dass sie garantiert nicht mehr gelöscht oder verändert werden können. Für Archive optimal, deswegen lohnt es sich auch frühzeitig eine Archivstrategie mit zu integrieren in die Datensicherung, sodass eben die Backup-Instanz entlastet wird. Jetzt haben Sie natürlich für die verschiedenen Bereiche unterschiedliche Sachen. Sie wollen einerseits den Recovery Time Objective optimieren und möglichst jede Minute Snapshots erzeugen auf superschnellen Flash-Medien. Auf der anderen Seite wollen Sie möglichst jeden Tag einen Recovery Point erstellen, wo Sie vollständig alle Daten wiederherstellen können. Das geht natürlich meistens zu Lasten des Budgets und das Budget ist nun mal der limitierende Faktor in dieser Dreierkonstellation, wo Sie nicht alle drei Parameter optimieren können. Das heißt, Sie müssen für Ihr Unternehmen, für Ihre Behörde genau analysieren, in welchen Abständen brauchen Sie Vollbackups, in
Wie oft und wie viele Snapshots müssen tatsächlich auf welchen Systemen angelegt werden? Wie sieht die Auslagerung in einen Object Store aus? Wie oft kann das geschehen? Wie kann es abgesichert werden? Was Sie auf keinen Fall wo Sie auf keinen Fall Kompromisse machen sollten, ist tatsächlich bei der Sicherheit jeder einzelnen Komponente. Das ist sehr wichtig, dass Sie jede Komponente absichern, weil sie im Grunde sonst im Ernstfall relativ wertlos ist. Das jetzt nochmal zur Übersicht. Das heißt, wir haben eine Absicherung im Flash-Bereich über Continuous Snapshots. Das geht ebenfalls in der ersten Instanz in dem Backup-to-Disk-Bereich. Dort gibt es eventuell eine Georedundanz, die dann wieder mit anderen Einstellungen leben kann, beispielsweise. Sie können parallel oder alternativ dazu Daten auf einen Object Store kopieren oder verdrängen und oder auch per RGAP natürlich auslagern. Es bürgert sich so ein bisschen ein, dass ein Object Store mit Object Locking eine Alternative zu RGAP ist, weil es ja auch in einem anderen, ganz anderen System ist. Ich muss allerdings sagen, RGAP heißt halt tatsächlich die physische Trennung und bezeichnet eigentlich nicht, dass das System einfach irgendwo anders steht und dann ich nicht weiß, wie das dort gespeichert wird. Und im Idealfall haben Sie ein Hardware-Warm-Archiv, wo Sie Daten schon frühzeitig identifiziert haben, die Sie aus dem Backup-Prozess herauslösen können und eben in ein Archiv verdrängen und die Ihnen damit Ihren Backup-Prozess nicht verstopft. Ganz interessanter Aspekt über dieses ganze Thema ist auch nochmal das Thema DSGVO. Also wenn Sie darüber nachdenken, Daten möglichst viel verteilt, auch ganz vielen Object Stores zu speichern, haben Sie unter Umständen das Problem, dass wenn Sie Daten löschen müssen, weil das eine Anforderung ist, diese Daten gar nicht wiederfinden überall, beziehen Sie das also gut in Ihre Überlegungen mit ein. Ich würde Ihnen das alles nicht erzählen, wenn es nicht ein System gäbe von uns, was tatsächlich diese ganzen Technologien integriert hat, innerhalb eines Systems, was auch individuell konfigurierbar ist, sodass Sie verschiedene Bereiche haben, die Sie für die einzelnen Anforderungen ideal konfigurieren und abstimmen können mit Ihrer Backup-Strategie. Das ist das Silent Brick-System. Das besteht eben nicht nur aus dieser Speicherhardware, die so flexibel ist, sondern eben auch aus der Software, wo Sie diese verschiedenen Modi einstellen und administrieren können, die auch angepasst ist auf beispielsweise Veeam in der neuesten Version oder eben für die zertifizierte Revisionsarchivierung letztendlich auch gilt. Die dritte Komponente ist ein Wartungsvertrag, der es über 10 Jahre und mehr ermöglicht, dass Sie vorausschauend und mit kalkulierbaren Kosten planbar Ihre Backup- und Archivstrategie umsetzen können, ohne dass Sie Überraschungen erleben. Bei den steigenden Datenmengen ist natürlich eine Ablöse von Systemen alle 3 bis 5 Jahre überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil allein die Migration dieser Daten unter Umständen mehrere Monate dauern kann. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt zu dem Thema auch ein White Paper, da steht im Grunde das drin, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Sie können mich aber natürlich auch gerne über die üblichen Kanäle kontaktieren. Vielen Dank.